Hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us. Ja, ich weiß, ich hatte gesagt, dass ich erstmal keine neuen Folgen mehr aufnehmen wollte. Und ja, das meine ich auch wirklich so, wie ich es sage. Aber ich habe mal ein bisschen geguckt und also ich persönlich finde, es sieht jetzt komisch aus im Vergleich. Also es war vorher wesentlich schärfer. Ich weiß aber nicht, wie man es auf der Aufnahme tatsächlich sieht. Also mein Gesicht war auf jeden Fall ein bisschen schärfer, das von Ellie war schärfer, obwohl der Charakter definitiv nicht umgestellt worden ist. Damit ihr jetzt wisst, wovon ich rede, ich habe ein bisschen was an der Umgebung gedreht und habe auf Anraten die Reflexion ein bisschen rausgenommen. Ich glaube, das konnte man hier ganz gut sehen. Also hier solche Lichteffekte wie diese Streifen, die jetzt hier durchkommen, die sehen jetzt nicht mehr so hochwertig aus. Die habe ich jetzt auf hoch runtergeschraubt. Die sind jetzt nicht mehr auf Ultra. Ich habe ja das Spiel komplett auf Ultra gespielt die ganze Zeit und hatte auch anfangs keine Probleme damit. Bis dann halt dieses eine Update gekommen ist, dann hatte ich richtig Probleme und ja. Dann kam ja auch noch dazwischen, dass ich noch außer den Abstürzen auch noch... oh, hier blinkt auch noch was. Hallöchen, dich habe ich übersehen. Dass ich außer den Abstürzen dann auch noch so einen Haken hatte, was ich, glaube ich, jetzt gerade auch wieder hatte. Wenn ich das richtig gesehen habe. Hier sind aber nur die Steine. Ich wollte nur noch mal grob gucken, ob wir jetzt hier irgendwas übersehen haben. Ja, und da hat man mir gesagt, ich sollte mal die ganzen Schatteneffekte auf hoch runterschrauben. Ich sollte die Lichteffekte auf hoch runterschrauben. Und ich habe jetzt zusätzlich auch noch dieses, wenn das so schnell ist, ein bisschen runtergeschraubt auf hoch, also nicht mehr auf Ultra. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, da sieht man sowieso nichts, wenn das so verschwommen ist. Also da sehe ich jetzt keinen Unterschied. In der Umgebung weiß ich nicht, ob ich da einen Unterschied sehe. Ich finde, wie ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen unscharf jetzt. Und ja gut, sie steht jetzt mitten in der Sonne, da ist es vielleicht normal. Die Umgebung kann sein, dass die ein Ticken weniger von der Optik ist. Ich bin mir nicht sicher. Also die Tiefenschärfe habe ich so ein ganz klein wenig rausgenommen. Ich wollte jetzt noch einen allerletzten Test, aber wirklich einen allerletzten Test machen, ob es dann funktioniert. Also wie gesagt, ich bin unterm Strich, der einem immer angezeigt wird. Ich hänge da drunter, also daran kann es nicht liegen. Mein PC ist jetzt auch nicht übermäßig laut. Also ich habe den wirklich schon mal laut gehört. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war. Da hat er richtig gerödelt. Und das tut er hier halt gar nicht. Das hat er vorher auch nicht getan. Und ja, das ist ja so ein Problem, wenn ich so in die Hocke gehe und mich umdrehe. Da ist er meistens ja gecrashed. Also ich weiß es nicht. Ich muss es echt ausprobieren. Das ist jetzt so meine letzte Chance. Probieraufnahme. Sarah, bring Dexter und Neville zu deiner Mutter. Hier ist es nicht sicher. Jen ist durchgestrichen. Keine Sorge, wir kümmern uns gut um sie. Ach so, steht darunter in Rot. Es kann sein, dass ich gleich mal kurz einen Cut machen muss, weil hier dieser blöde Bimmel-Typ gerade wieder vorbeifährt. Noch ist er nicht so laut, aber ich höre nämlich dann auch keine Gegner mehr und das ist natürlich nicht so toll. Also der fährt hier immer, dieser Eisenhändler oder wie der heißt, der fährt halt hier immer durch. Kommt da hinten was? Das ist so prädestiniert dafür, dass jetzt gleich wieder was passiert irgendwie. Das kann ich nur tauschen. Hier ist auch nichts drauf. Ich denke mal, da müssen wir rum. Also gehe ich jetzt erstmal hier rum. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwo was finden. Ihr wisst ja, ich gras gerne jede Ecke ab. Das Einzige, was ich nicht immer finde, was wahrscheinlich aber auch an wirklich blöden Ecken liegt, nehme ich mal an, das sind diese Firefly-Anhänger. Kann ich das so? Bleib da, okay? Ja. Genau, bleib mal eben da. Ich wollte nur mal kurz was gucken. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast, Ellie, aber... Es hat sich so angehört, als ob du nirgendwo hingehst oder so. Oh, was ist das denn? Oh, sehr schön. Sehr, sehr geil. Genau wegen solchen Sachen mache ich doch solche Aktionen. Haben wir denn... Nee, das war das Falsche.
Ah ne, die haben wir nicht ganz voll, aber unten die haben wir voll. Okay, dann können wir ja eh nichts machen. Moment, da hat doch gerade noch was geblinkt. Savage Starlight. Ah, ist das nicht was, was sie gerne liest? Buch 6, Accretion oder sowas. Daniela und Captain Ryan wurden in die Arena geworfen, wo die hungrigen Augen der Reisenden ihren Kampf bis auf den Tod beobachteten. Wird sie ihre Gefühle für den Captain unterdrücken und um ihr eigenes Überleben kämpfen können? Das ist hier die Frage. Was mich eigentlich weniger interessiert, aber... ich habe irgendwo gelesen, irgendeiner hatte mir das geschrieben, ich hätte... hier dem Bill... ich hätte schon fast wieder Joel gesagt. Dem Bill diese Notiz geben können, die wir aufgesammelt hatten. Jetzt ist die Frage, wie hätte ich das machen können? Weil theoretischerweise müsste ich das doch auch Ellie geben können, was ich jetzt habe. Neue Baseballschläger. Ich habe... Was habe ich denn hier überhaupt für ein Ding? So ein Eisenteil, ne? Ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich besser als so ein Baseballschläger. Oh, das nehmen wir mal mit. Genau, Joel, guck mal eben in die andere Richtung. So, huch, ich habe nichts eingepackt. Natürlich nicht. Hallo, Joel, ist eine Apokalypse. Da ist das doch egal. So. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Och, sie hängt da einfach so. Ja, ich hänge dann hier mal eine Runde ab. Joel, kommen eh keine Zombies, ne? Können auch keine Leute kommen, die mich erschießen können oder so. Na, alles gut, Ellie? Wolltest du kuscheln oder was? Was war denn das gerade für eine Aktion? die ist immer noch sauer auf uns, weil wir nicht Danke sagen können. Weil wir einfach, weil dieser doofe Joel hier, weil der immer an seine Tochter natürlich erinnert wird und deswegen keine richtigen Gefühle zulassen kann. Wie kann ich dir das denn... Jetzt lauf doch nicht weg, Ellie. Ich will dir was geben. Ich weiß nur nicht, wie. Zone. Nachricht an Bob. Bills Karte. Halt, stopp. Das sind aber nur die Dinger hier, ne? Die Schienung. Kann ich ihr das so gar nicht geben? Hm. Aber das ist doch eins von diesen Comic-Heften, die sie so gerne mag. Ich habe gedacht, vielleicht kann man ihr dann auch was geben. Da müssen wir auf jeden Fall runter. Es war keine gute Idee, habe ich übrigens gerade festgestellt, das Fenster offen zu lassen heute. Aber es ist warm. Ich muss es offen lassen. Es ist sehr warm. Und... Ja, spring doch runter, Joel. Komm. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Ich hasse das. Ja, Joel, ganz... Aua! Spring mir doch nicht auf den Kopf, Ellie. Geht's noch? Nur weil ich dir hier das Ding nicht gegeben habe. Ja, aber sie? Sie geht ja auch einfach nur so locker rum. Ich hoffe, mich greift jetzt hier nicht irgend so ein Viech an. Oder so. Hab ich da gerade was gehört? Oder war ich das nur? Ich glaube, das war ich. Vor allem, der schnauft wirklich wie so ein Asthma-Kranker irgendwie. Habe ich die Messer voll? Echt jetzt? Hm. Oh, Ellie! Was war das? Was war das? Auch schon wieder voll. Ja, das ist mir zu ruhig. Hier passiert doch noch irgendwas. Es ist mir echt zu ruhig. Nur alles um mich herum, gerade draußen, wird gerade zu laut. Das ist das Problem. Deswegen höre ich auch immer weniger vom Spiel, weil irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass die Lautstärke vom Spiel wesentlich leiser ist als die letzten Male. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Nö, also an den Einstellungen ist nichts irgendwie verändert worden. Ein Firefly-Anhänger! Ja, ich habe noch mal einen gefunden. Oh, ich bin so glücklich. Lesen, da. Colby Reed, 232. Yes, ich glaube, es ist unser zweiter im ganzen Spiel. Ich glaube, man kann 8 oder so kriegen, ne? Wenn ich das jetzt mit dem Flop hier von der Serie vergleiche, würde ich sagen,
dass wir aber so die Hälfte ungefähr durch haben. Schätzungsweise. Muss ich jetzt hier jedes einzelne Klo nochmal? Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch ein zweiter Anhänger kommt, ne? Okay. Ellie, geh mir mal aus dem Weg hier. Ich glaube, ich habe Ellie gerade gehört. Oder ihn selber, ich bin mir nicht sicher. War da was? Ich bin voll paranoid im Moment. Ich meine, ich habe gerade irgendwie einen Klicker gehört. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt draußen was gehört habe. Hallo? Ah, sehr schön. Ich kann es nur nicht lesen. Kapitel 4. Verbesserte Haltbarkeit von Klingenwerkzeugen. Wieso 4? Wir sollten doch 3 haben. Oder vertue ich mich jetzt da irgendwie? Knoten. Beim Verbinden von 2 starren Gegenständen ist es wichtig, korrekte Knoten und Bindetechnik zu verwenden. Erstens, binde einige Zentimeter von der Spitze des Schafts entfernt einen Achterknoten. Zweitens, wickle das Band mit hoher Spannung spiralförmig um den Schaft, bis es knapp unter der Hälfte der Spitze sitzt. Drittens, platziere die Klinge senkrecht zum Schaft in der Mitte zwischen Knoten und dem oberen Ende. So, sollten wir jemals, es ist leider abgeschnitten, viertens können wir nicht mehr sehen, aber sollten wir jemals tatsächlich in eine Zombie-Apokalypse kommen, wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie wir die Nahkampfwaffen verbessern können. Das ist sehr geil. So, können wir hier rüber? Vermutlich, ne? Frage ist, können wir da hinten auch noch rüber? Weil sonst würde ich da erstmal kurz gucken. Sieht nicht so aus, als ob wir da irgendwo rein können. Dann würde ich nämlich erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich kann mich wirklich nur jedes Mal entschuldigen, aber wie gesagt, es lohnt sich, weil ich bin halt jemand, der dann auch immer die kleinen Teile auch noch die Notizen lesen möchte. Können wir damit was machen? Ich meinte jetzt eigentlich spielen und nicht das Ding kaputt hauen. Entschuldigung. Kann man aber offenbar nicht. Ich dachte, das wäre ganz cool. Und nach dem Motto, Halle, ihr Klicker, ich drück mal hier drauf, dann wisst ihr wenigstens, wo wir sind. Sag mir bitte, nein, die sind voll. Warum ist hier alles voll, verdammte Hacke? Ah, weil gleich wahrscheinlich wieder alles leer wird, hundertprozentig. Irgendwas kommt jetzt, wo wir ganz viel ballern müssen oder so. Ich hab das im Urin. Wir sind schon viel zu lange. Wie mit dem einen Lied. Es ist viel zu lang zu gut gegangen, oder wie war das? Ich hab doch gerade irgendein Geräusch gehört da hinten. Und warum hat die Steckdose hier so komisch geleuchtet? Wissen wir nicht. Das sieht mir so nach einer Falle aus hier. Die Tür könnte rausführen. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Das ist gut. Aber ich glaube, eine Leiter wäre nicht hoch genug, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also, wenn wir jetzt eine finden würden, wäre die wahrscheinlich nicht hoch genug. Boxen. Guck mal, was haben wir denn hier? Habe ich damit eine Chance. Ach, das müssen wir verschieben. Also. Okay. Ellie, helf mir mal. Hallo, Ellie. Ich dachte, oh. Hilf mir doch mal. Ja, sag ich doch. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Schieb. Mach ich ja. Schieb fester. Na also. Schieb, schieb fester. Also hier dieser, der hat so einen Militärton drauf. Echt. Achso, jetzt können wir spielen, oder? Oh, klingt aber ganz schön verstimmt hier. Können wir nochmal? Okay. Ist aber der gleiche Ton. Also nicht das gleiche, was er so in Anführungszeichen gespielt hat. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das jetzt nichts ist, was wir, was jetzt wichtig wäre oder so. Ich höre immer diese Geräusche, wenn man überall drüber läuft, ne? Ich denke da immer, gleich taucht da irgendeiner hinter mir auf. Weil irgendwas muss ja jetzt passieren. Das kann nicht sein. Wir laufen hier schon eine Viertelstunde oder so rum, ohne dass wir hier einen Gegner bekommen haben. Wahrscheinlich triggere ich jetzt irgendwas Böses, weil ich das gesagt habe, aber da ist eine Flasche. Moment, hat er gerade... Ah ne, ich wollte gerade sagen, hat da gerade was geleuchtet? Hm, das wäre natürlich geil. So ein Schokobrunnen mitten in der Apokalypse. Ich
glaube, da wird sich jeder im wahrsten Sinne des Wortes die Finger nachlecken. Die können wir beides leider nicht mitnehmen. Schrauben, Schrauben, sammel alles ein, Joel, genau. Wie denn immer so gierig, das krieg ich so hart. Das auch, das auch, das auch, das auch. Können wir die Dinger eigentlich irgendwie... Okay, war nur ein Versuch. Aber da ist ja auch nichts hinter, deswegen war es wahrscheinlich einfach nur ein blödsinniger Versuch, aber... So, hier sehe ich jetzt so auch nichts. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Also richtig sprinten war das jetzt aber nicht, Joel, ne? Wollte ich jetzt nur mal gesagt haben. Das wäre nicht so gut. Dann gehen wir mal von hier aus hoch. Was ist eigentlich mit unserer Waffe? Fällt mir gerade ein. Können wir nicht auffüllen. Okay. Also auffüllen, nachladen meine ich damit. Die können wir auch nicht nachladen. Na gut, okay, dann lassen wir das so. Ich höre doch hier die ganze... Ist das jetzt draußen bei mir oder höre ich das jetzt hier tatsächlich im Spiel? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich will nichts triggern. Also bevor ich jetzt hier irgendwo reingehe und jetzt hier im Spiel was trigger. Ich will jetzt nichts triggern generell. Aber bisher lief es ja noch ganz gut. Weil der ist ja auch schon mehrfach abgestürzt, obwohl gar nichts passiert ist. Obwohl ich nur hier den hier gemacht habe. Und mich kurz bewegt habe. Und dann ist er ja direkt abgestürzt sonst. Ich hoffe, dass das beibehält. Wenn, dann kann ich auf jeden Fall endlich wieder weiter meiner Sucht frönen und dieses Spiel weiterspielen. Ich hoffe es wirklich inständig. Wobei, ganz ehrlich, ich finde es eine Frechheit, dass ich meine Einstellung, die ich überall auf Ultra laufen lassen kann, bei diesem Spiel als einziges, teilweise mit den Schatten und so weiter, auf hoch runterstufen muss. Nur weil die das nicht auf die Kette kriegen, dass das Spiel stabil läuft auf Ultra-Einstellungen. Aber gut, wenn wir jetzt nochmal abstürzen, dann wissen wir, es lag nicht an den Einstellungen. Ist dann positiv und negativ zugleich sozusagen. Also positiv, weil wir wissen, es lag nicht an Ultra-Einstellungen. Negativ natürlich, weil das Spiel dann abgestürzt ist. Was ich nicht hoffe. Und mir ist es halt eben auch wirklich lieber... Kommen wir da rein? Ja. Mir ist es natürlich auch wirklich lieber, wenn wir... Das ist ein Feuerlöscher, aber ich glaube, den können wir nicht mitnehmen. Wenn wir das Spiel halt eben nicht auf den besten Einstellungen spielen können, was schade ist, weil ich möchte euch natürlich die besten Einstellungen auch ja, gönnen, sodass ihr das darauf gucken könnt. Oh, wir haben alles schon voll. Aber da sind so schöne Sachen überall, das ist so gemein. Aber ich finde, es sieht halt immer noch gut aus. Bisher. Es sieht, ich finde, irgendwo ist ein Ticken weg. Ich kann es nicht so richtig beschreiben. Ich meine, okay, das ist auch logisch, weil, wie gesagt, das in der tiefen Schärfe, glaube ich, war es, habe ich ein bisschen was auf hoch eingestellt, anstatt auf Ultra. Wenn man näher rankommt, sieht es dann halt ein bisschen besser aus, aber naja. Es sieht halt immer noch gut aus, ne? Nicht mehr so 100% geil, aber es sieht immer noch gut aus. Wo sind wir denn hier? Das kommt mir doch irgendwie so vor, als ob dann hier gleich wieder die Viecher kommen. Mist. Boah. Komm her, geh in Deckung. Also gut, ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Luftgewehr. Na, ist das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay.
Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Oh. Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Weiß es der Boss? Ja. Er will, dass wir alles sichern. Geht zum Tor. Okay, verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. Oder sind nur mehr, oder? Scheiße. Sehr gut. Ellie! Geil! Ich sehe ihn auch. Also, den anderen. Dich sehe ich auch. Mach weiter, du Ellie. Ellie, das war richtig gut. Achtung! Nee, ich will die Waffe wechseln, genau. Die Frage ist, da ist einer, ach, da hinten ist auch noch einer. Du wirst brennen. Oh, du bist jetzt nicht am Nachladen, Jules, ne? Nicht verlieren. Oh, da hinten ist noch einer. Kommt der? Ach, der ist da. Super, Ellie. Ich seh dich. Ich seh dich. Nein, du sollst nicht nachladen! Geh doch wieder in die Hocke. Du hast gar nichts. Gar nichts hast du. Okay. Auch in Deckung, ich gehe ran. Mach du mal. Komm doch hier rüber. Bleibt der jetzt da hängen oder was? Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr an. Schleichen. Oh, du sollst... Hallo! Ich hab Y gedrückt. Wieso nimmt der das nicht an? Du Mistkerl! Oh, ey. Alter, ist das dein Ernst? Jetzt habe ich natürlich keine Munition. Was habe ich denn hier für einen Kack? Hey, drumherum! Nagelt ihn fest! Oh. Mach mal das. Oh, hässliches Arschloch. Ellie, der war geil. Okay. Bist du der Letzte? Ich glaube ja, ne? Komm. Ich weiß nicht, wie weit das reicht hier mit dem normalen Gewehr. Ich glaube, die sind nicht... Das war sie jetzt aber auch nicht. Oh nein, sie war es nicht. Geh doch einfach, Joel, Mann. Lauf. Du blöder Idiot. Mach ihn platt. Au.
lauf doch mal hin! Nein, 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 oh nein, komm schon, Mann, töte mich nicht, bitte lass mich gehen! Hey, lauf bloß nicht! Danke. Okay, ihr könnt kommen. Wer ist ihr? Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. Ja, da merkt man auch wieder den Unterschied zwischen Serie und... Die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Geil. Die Leichen sind auch weg. Ja, nicht schlecht. was ich sagen wollte, da merkt man mal wieder den großen Unterschied zwischen Serie und Spiel, weil im Spiel... hat Ellie ja einen vollkommen anderen Charakter als in der Serie. Und in der Serie ist es ja so gewesen, dass sie einfach, wie so ein kleines Kind halt wirklich, gib mir eine Knarre und ich baller sie alle weg, so nach dem Motto. Und hier im Spiel ist es tatsächlich so, dass sie einen viel, viel größeren Respekt vor Waffen hat. Sie wird zwar gerne eine haben, um sich selber zu verteidigen und ihm natürlich auch zu helfen irgendwo. Das hat sie ja auch schon mehrfach gesagt. Ist das ein Infizierter gewesen? Oh, krass. Nee. Harte Strafe. Hm? Scheiße, die unterscheiden sich nicht großartig vom Militär in Boston. Eher nicht. Ach, Dieb, ja. Okay. Wo haben die denn bitte schön hier jetzt noch Munition versteckt? Oder war das so ein typischer Ellie-Schuss jetzt hier? Das kann natürlich auch sein. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt klug ist, wenn ich jetzt hier alles durchgucke. Oder ob wir das lieber in der nächsten Folge machen sollten. Ich gucke auf jeden Fall die Sachen hier vorne nochmal durch. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das nachher dauern wird. Bis wieder was getriggert wird. Nicht, dass hier nochmal welche kommen und dann wieder auf uns schießen oder so. Moment, was anderes muss ich aber mal kurz gucken. Ich habe nämlich einmal hier das Ding gebraucht. Genau, das können wir nämlich erstmal wieder auffüllen. Und da können wir dann die Sachen nämlich auch wieder aufnehmen. Genau, das hätte ich fast vergessen. Ja, und ich muss auch... Wieso haben wir jetzt die Bombe in der Hand, hallo? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich stimme auch den Leuten zu. Bezüglich der Serie, meine ich. Stimme ich auch den Leuten definitiv zu, dass das Spiel wesentlich geiler ist von den Charakteren. Weil hier merkt man auch wirklich diese Persönlichkeitsentwicklung und so. Auch von Joel ganz speziell. Weil erst will er sich ja gar nicht auf sie einlassen. Und ich denke, er wird jetzt doch ein bisschen weicher, in Anführungszeichen. Aber ich denke mal, hier wird nichts sein, oder? Wenn er schon sagt, wenn er schon aufsteht und sagt, so nach dem Motto, lasst uns weitergehen, ihr könnt kommen. Ich weiß nicht, ob er jetzt denkt, Ellie hat zugenommen, dass er deswegen ihr gesagt hat oder ob er jetzt schizophren wird und mehr Leute sieht als wir. Keine Ahnung. Was haben wir denn jetzt da genommen? Ich konnte es gar nicht sehen auf die Schnelle. Ich glaube, was zu essen oder so, ne? Hier ist aber nichts drin. Nee. Da, halt, da unten war doch noch was. Das nehmen wir auch mit. Das ist so eine Dose, glaube ich, jetzt gerade gewesen, ne? So eine... Wie so eine Sprengdose. Das ist alles voll. Okay. Hier räuchen wir nochmal eben kurz. Nicht, dass wir hier irgendwas triggern. Das wäre nicht so schön. Aber
Aber sie geht so locker, lässig geht sie hier so durch. Aber das heißt ja nichts, ne? Es kann immer sein, dass da noch irgendwo ein Infizierter rumläuft. Blut ist meistens kein gutes Zeichen, muss man dazu sagen. Hier wird es auch gerade irgendwie ziemlich dunkel. Warum liegt sowas vor der Mikrowelle? Hallo? Okay, den tauschen wir jetzt aber nicht ein hier. Gucken. Ich meine, ich würde ja auch gerne noch einen Firefly-Anhänger finden, aber die sind so gut versteckt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn die jetzt alle blinken würden, das wäre natürlich geil. Dann könnte man sie zwar auch, sag ich mal, aus Versehen übersehen, aber es wäre dann was anderes. Dann hätte man einen ganz anderen Blick dafür. Aber bisher habe ich noch keinen Blinken sehen. So, was ist jetzt hiermit? Ah, okay. Hier ist, glaube ich... Hallo, Notiz. Lesen. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen, das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht, wie Sie, auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für Ihre eigene Stadt verdienen. Und ich befolge bestimmt keine neuen Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite dieses Landes sitzt. Wir sollten uns ihrer entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht auch selbst regieren sollten. Ja. Was denn? Hebe die Tür an. Ja, toll. Ja. Natürlich. Joel sieht sich ein bisschen um. Oh, Hallöchen. Guten Tag. Hängen Sie hier schon lange rum? Anscheinend. Ich denke, es war eine Frau. So von der Statur her. Joel sieht sich hier ein bisschen um. Ist hier ein bisschen was am Lesen. Und das Spiel denkt sich, ey, Alter, du sollst kämpfen und nicht lesen. Ich zeig dir mal, wo du entlang musst. Ne? Du hast bestimmt Probleme. Weiß nicht, wo der Ausgang ist. Ich zeig dir das mal. Ich finde das immer, ich finde es zwar gut natürlich, muss ich dazu sagen, dass der das, also dass das Spiel einen dann immer so ein bisschen an die Hand nimmt, wenn man wirklich mal das Problem hat, nicht weiterzukommen. Ich glaube, das hatten wir einmal auch. Ja, nerv mich doch nicht. Aber ich finde es halt nicht gut. Och, das hat reflektiert. Hab ich gerade. Mann. Das ist aber eine eklige Reflexion hier. Doch gerade irgendwas Komisches hier gehört. Aber das ist cool, dass sie eine Zeit noch für Poker Zeit haben. Oder vielleicht war es ja auch, bevor die Apokalypse ausgebrochen ist. Man weiß es nicht. Ich meine, bis auf die Karten, die Steine, die verwittern ja nicht so schnell. Achso, ich dachte, das wäre was zum Aufheben. Schade. Ich würde sagen, bevor wir jetzt da nochmal weiter gucken, dass wir hier unten auch nochmal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Ja, ja, ihr wisst ja, ich kann mich nur entschuldigen. Aber ich muss wirklich in jede Ecke rein. Boah, und Spiel denkt sich so, ja, sie muss in jede Ecke rein. Wir sagen noch ein 20. Mal, wo sie hin muss. Was ist denn? Bank of Meridian. Oh, Teso in The Last of Us. Meridia heißt die zwar, nicht Meridian, aber... Okay, also hier kann ich... Kann ich das wirklich nicht nehmen? Ja, ist ein Drucker oder sowas, ne? Soll das sein? Okay, ich glaube, den lasse ich lieber hier stehen. Dong. Einmal gegenlaufen. Dong. Okay. Da haben wir doch noch was. Sehr geil, sehr geil. Nimm das. Ja, Joel, ich weiß. Du hast so eine gierige... Ich höre schon wieder was. Als ob hier gleich so ein Zombie rausgesprungen kommt. Aber gut, mittlerweile denke ich, dass vieles davon auch wirklich dem Spiel geschuldet ist. Es tut mir leid, Joel, falls ich gerade deine Finger kaputt gemacht habe. Das war jetzt aber wieder der Anfang, ne? Mit den... Das war dann gar nicht so viel hier auf der Seite. So richtig sprinten kann er aber auch nicht mehr, ne? So läuft er normal und so sprintet er eigentlich. Ja, ja, da ist ja nur die Pistole.
Da sind wir jetzt komplett gewesen. In der Mitte hier lag auch nichts mehr. Das war vielleicht nur ein Firefly-Anhängerchen oder so. Nee, wahrscheinlich nicht bei unserem Glück, ne? Nee, na gut. Dann, liebes Spiel, werde ich dem nachgeben und werde mal hier rüber gehen. In der Hoffnung, dass gleich vielleicht eine kleine Sequenz kommt oder so. Dass ich dann die Folge beenden kann. Und nicht nochmal alles neu machen muss. Weil nach einer Sequenz, denke ich mal, hoffe ich mal, hat er dann auch gespeichert. Aber normalerweise, wenn wir eine Tür öffnen, ist das nicht immer eine Sequenz? Moment. Jetzt macht ein Ding, Ellie. Okay. Ellie, mach schneller. Die Kette klemmt. Das ist so schwer. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Ja, aber ich denke hier, das war jetzt keine entsprechende Sequenz. Den könnte ich jetzt theoretisch bewegen. Mal damit. Nein, nein, nein. Lass ab. Lass ab, hier. Joel. Sollen wir den mitnehmen? Los! Echt jetzt? Ja. Wo soll der denn hin? Ach, da wahrscheinlich. Okay, hatte ich noch nicht gesehen. Ich habe eigentlich gedacht, da wäre was, was wir einsammeln können. Aber ist in Ordnung, Joel. So geht's auch. Kein Thema. Darf ich aber vorher trotzdem nochmal gucken, ob ich hier irgendwo noch was finde. Vielleicht auch in den dunkelsten Ecken. Heute wird die Folge sehr lang und ich bin sehr begeistert. Wir sind schon eine halbe Stunde. Ich will es nicht triggern, aber ne? Ich spreche es nicht aus, aber ihr wisst, was ich meine. Schon eine halbe Stunde nicht. Ich bin begeistert bisher. Wie gesagt, beim letzten Mal waren ja schon die neuesten Grafiktreiber drauf, die neuesten Treiber vom Spiel waren drauf, es hat ja trotzdem alles nicht funktioniert. Aber vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass wir halt Probleme mit dem Schatten haben oder so, oder mit der Beleuchtung. Okay, dann ach, das ist eine Werkbank! Ja, eine Werkbank! Können wir hier noch irgendwas verbessern? Das wäre natürlich geil. Wobei Pistole habe ich jetzt nicht wirklich viel... Nicht wirklich viel Schuss drin. Irgendwie kriege ich mehr so für den Rest. Verbesserungen. Wie viel brauchen wir denn dafür? Kosten 15 fürs... Achso, da haben wir noch gar nichts gemacht, ne? Panzerbrechend. Wäre natürlich cool, aber ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Aber so brauchen wir eh Stufe 3 für. Das Einzige, was wir machen könnten, ist Nachladegeschwindigkeit. Das wäre schon ziemlich geil, weil das war ja eben schon ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Das sind 15. Komm, die nehmen wir mal. Die machen wir mal. Ich meine, das war toll, wie er das alles gemacht hat und geschossen hat und so, ne? Aber es war einfach für einen Eimer. Wenn da einer vor einem steht und man zweimal drauf schießen muss, man stirbt quasi vorher. Kurzwaffenholster. Erstellt einen zusätzlichen Platz. Das haben wir doch gemacht. Oder konnten wir das nicht machen? Verbesserung? Sekundäres... Ach so, da brauche ich 75 für. Ich glaube, da hatten wir nicht genug von den Schrauben. Kann das sein? Ist natürlich nicht billig, muss man dazu sagen. Nachladetempo. Ich habe einfach nicht so viel... Ne? Nochmal Magazinerhöhung wäre nicht schlecht, weil dann könnten wir von unterwegs halt mehr mitnehmen. Also Magazinerhöhung ist grundsätzlich eigentlich immer gut. Schussfolge halte ich persönlich jetzt nicht für so wichtig. Wir nehmen noch einmal nach Kapazität. Ellie findet's gut. Wir sind zwar in der Apokalypse, aber Hauptsache ich hab Spaß. Gut, Nachladetempo können wir erstmal vernachlässigen, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher. Das ist aber jetzt nicht so dramatisch. Nachladetempo hier wäre natürlich geil. Haben wir aber mal wieder keine Stufe für. Schussfolge ermöglicht dir, die Waffe schneller abzufeuern. Ist natürlich wieder der gleiche Mist, sage ich mal. Dann würde ich sagen, auch wenn das vielleicht nicht das cleverste ist, dass wir tatsächlich die... Dinger in das sekundäre Halfter investieren.
Weil offenbar habe ich das ja noch nicht gemacht. Na komm, wir machen das jetzt einfach mal. So. Wie macht er sich jetzt hier ein sekundäres Halfter? Das hätte ich jetzt ja gerne mal wirklich im Detail gesehen. Das ist doch nur eins. Will er mich verarschen? Das ist doch nur eins. Oh, dafür habe ich so viel ausgegeben. Joel, warum? Na gut, 26, damit kann ich dann erstmal nichts mehr anfangen. Das ist nicht schlecht. Okay, das heißt, wenn wir jetzt nach rechts machen, genau, dann können wir nämlich auswählen, ob wir die rechte oder die linke quasi machen. Dann gucke ich hier nochmal kurz, ob hier noch irgendwas ist, was wir noch einsammeln können. Das können wir auch einsammeln, sehr gut. Das ist auch noch so eine Sache. Können wir bei der... Nee, können wir noch nicht. 75. Ich hätte gerne die maximale Gesundheit. Also, da geht nichts drüber. Ganz ehrlich. So. Ich weiß nicht, ob ich da was trigger. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Die Folge ist außergewöhnlich lange geworden. Und diesmal nicht, weil wir dreimal in einer Folge rausgeflogen sind, sondern weil wir mal durchgekommen sind. Also, entweder passiert uns das in der nächsten Folge. Oder... Ich will jetzt nichts hervorrufen, deswegen möchte ich jetzt meine Gedanken nicht aussprechen. Aber ich weiß, dass ihr wisst, was ich damit meine und was ich inständig hoffe. Also, ich würde dann erstmal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich werde dann hier mal speichern und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass es weiterhin, toi, 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 so reibungslos laufen wird wie in dieser Folge. Also es war wirklich eine Testfolge bisher. Ellie, wolltest du uns noch was sagen? Nein, offenbar nicht. Sie scheint jetzt ein bisschen negativ behaftet zu sein. Okay, ja, ich hoffe, in der nächsten Folge klappt es auch so wunderbar wie in dieser Folge. Und wenn ja, dann werde ich gucken, dass ich es weiterhin suchten werde und dann doch jeden Tag wieder eine Folge hochladen kann. Und ja, an dem anderen Fall möchte ich jetzt erstmal noch nicht denken, weil da kriege ich dann sonst wieder schlechte Laune. Also wir hoffen einfach mal das Beste und ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.